Es ist nicht alltäglich, dass man ins Viertelfinale der Champions League einzieht. Ich habe es schon erlebt, aber trotzdem ist es was ganz Besonderes. Und auch hier mit dem Verein, man sieht es bei den Fans, sie waren überglücklich und wir auch. Von daher ist es was Großes, aber jetzt geht es erstmal richtig los. Jetzt ja, nimmt der Wettbewerb erstmal einen Fahrt auf und wir wollen einfach Spaß daran haben, noch dabei zu sein. Ich glaube, dass die Mannschaft heute natürlich was Überragendes geschaffen hat mit diesem Viertelfinaleinzug. Aber darum geht es eigentlich letztendlich gar nicht. So historisch, wie das auch mal sein mag für die Nostalgiker und für die Fans, ist es überragend, es ist wunderschön. Ja, aber wir sind natürlich dafür da, um sportliche Erfolge zu erzielen. Und deshalb, es soll noch nicht das Ende sein. Ja, schon ein überragendes Gefühl, wenn man das, ich glaube, so richtig realisiert haben wir es noch gar nicht. So kurz nach dem Schlusspfiff. Ja, es ist überwältigend geil und freuen uns jetzt riesig auf die Auslosung. Ja, schauen wir mal. Hier wird keiner sagen, dass wir schön jetzt im Viertelfinale sind und Dankeschön. Aber wir wollen einfach Gas geben. Wir freuen uns auf den Wettbewerb. Wir freuen uns jetzt, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es ein richtiger Kracher werden. Und da freuen wir uns einfach drauf. Wir wissen, in zwei Spielen ist alles möglich und so werden wir alles angehen. Wir werden alles raushauen, was wir haben und dann schauen, was da passiert. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir einen Gegner kriegen, wo wir vielleicht nicht der krasse Außenseiter sind. Das wäre natürlich auch ganz schön. Wir sind ja nicht im Viertelfinale, um dann zu sagen, ja gut, war schön bis hierhin, aber das war es dann auch. Wir wollen natürlich auch in der nächsten Runde wieder zeigen, was wir drauf haben. Natürlich wissen wir, dass im Viertelfinale wir sicherlich jetzt der Außenseiter sein werden. Egal, welche Mannschaft weiterkommt. Und wir wissen, wenn Barcelona, Real Madrid oder so, Bayern München, das sind Gegner, wo wir wissen, dass wir wahrscheinlich den schwächeren Kader haben. Aber als Mannschaft kann man immer sehr, sehr viel erreichen, als Kollektiv. Und wir sollten keine Angst haben vor diesen Spielen. Wir sollten uns wahnsinnig darauf freuen. Und alles, was wir dann möglich machen können, sollten wir möglich machen.